zum nächsten. Ist das Ding dann abgelenkt? Munition alle? Mein Gott. Wie schön. Wert ist jetzt nur ein Test. Ja, anscheinend. Okay. Also ist das Vieh definitiv beschäftigt mit Leute fressen. Boah, wie soll ich denn da treffen? Ja, wahrscheinlich schaffe ich es jetzt und dann ist der Checkpoint. Ach, hier vorne ist noch einer. Hm. Habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo? Treffe ich das? Nein. Wobei auch cool, dass das Vieh... Ach so, hier kann man nur durchtauchen. Was? Wer? Wo? Warum? Toll. Ich glaube, ich sterbe jetzt einmal noch freiwillig, weil ich so viel Munition verschwendet habe. Aber das prinzipielle Schema ist klar. Ja komm, einmal sterbe ich freiwillig. Und ich brauche nicht auf Seilschutz zu schießen. Ja gut, okay. Bei Dark Souls musste man auf das Seil schießen, glaube ich, um in der gemalten Welt von Ariamis die Viecher runterzuholen. Dann ist das halt hier nicht so ganz realistisch, aber naja, okay. Dann machen wir das jetzt nochmal. Jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es funktioniert. Also die hintere Leiche, die vordere Leiche. Und alles wird viel besser mit Leichen. So. Munition holen. Ja, danke. Wobei... Kidman, halt durch! Hilfe, da sind zu viele! So, dann nehmen wir jetzt das rechte Bein, weil das linke hat ja nicht so gut funktioniert. Dann funktioniert auch nicht gut. Naja, immerhin nur mit zwei Schüssen. So, dann einmal bitte hier drauf. Schubeli, wubeli! Hier. Oh, hier kann ich sogar eine Flasche nehmen. Das ist aber noch besser. Ach so, Realismus. Verstehe ich. Nee, aber seht ihr, ich habe jetzt genau reingeschossen. Das geht nicht. Also... Das testen wir. Ja, das geht, okay. Also hat die so eine große Streuung, dass man einfach nicht trifft, ist zu weit weg oder so, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jetzt gib mal bitte hier... Alter, die Kiste hat mich getrollt, weil dann viel die Kiste dahin geschoben hat und ich hänge an der Kiste. Ja, Sarah, das stimmt schon. Oh Mann, ey. Jetzt nehme ich direkt das Sniper-Gewehr. Und es liegen oben eigentlich nur zwei Schuss unnütze Munition. Drauf geschissen, die hole ich mir jetzt noch nicht mal mehr. Wir machen das nämlich jetzt einfach direkt so. Dann muss ich da oben nicht dieses Ding triggern. So. Den schießen wir jetzt einfach so ab. Ich bin wohl hier oben zur Sicherheit hier noch den anderen Bums-mich-Kollegen runter. Ja, das ist der. Genau. Und dann schwimmen wir hier einfach durch. Unter den lustigen Planken, die eigentlich bumsdämlich sind.
Und ich loote erst und gehe dann hoch. Na, das war... Alter, wie unglaublich. Ja. Mach mal eine neue Runde. Ja, ja. Dankeschön, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Heute noch. Oh Mann. Ja, die Theorie war ja schnell raus. Das Ganze in die Praxis umzusetzen war ein bisschen komplizierter. Und jetzt kommen natürlich hier oben, vermute ich, wieder super viele Monster-Mob. Jetzt haben wir noch Granaten. Nein, Granaten haben wir nicht. Haben wir noch... Ja, wir könnten hier mal das nach unten machen. Und da haben wir keine Granaten, aber wir haben Feuer. Feuer. Da können wir eventuell die hier direkt mal wegfeuern. Und ein Kontrollpunkt. Okay, das ist schon mal nicht ganz falsch. Gucken wir erstmal hier rum. Ach so. I see. Lass sie auf mich zukommen. Super Fenster. Was? Ach so, Bären fallen im Büro. Natürlich, damit die Mitarbeiter auch bloß nicht in die Mittagspause gehen. Werden einfach mal direkt angekettet. Ich bin's. Haben wir die jetzt alle erwischt? Wenn ja, Skill. Nein, nicht wirklich. Nein. Spar dir das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Pass auf! Was? Au, sie schießt. Ich bin begeistert. Warum zieh dich bitte nicht, ey? Das bleibt mir auch ein Rätsel. Ab und zu zieht er einfach nicht. Na komm, da brauche ich jetzt nicht mehr drauf schießen. Also nicht mehr mit Feuer drauf schießen, da kann ich so drauf bolzen. Looten erstmal bitte. Ja, anscheinend haben wir damit doch viele erwischt. Das war besser als erhofft. Geplant. Oh, hier, Munition. Danke. Nachladern. Streichhölzern. Nein. Mach mal, Kidman. Brennt er? Nein. Alter, diese Mobs, ey. Kidman, schaffst du das heute noch? Ah, jetzt können wir erstmal Gesundheit. Frau, Top-Personal. Die ist genauso gut wie Joseph. Einfach mal machen lassen. Irgendwann fallen die Mobs schon um. Ach, da komme ich nicht raus. Ja, wo die Waffe herkommt, keine Ahnung. Die hatte sie im Unterhöschen. Wollte sie erst nicht... Alter. Nein. Wie beknackt ist das denn bitte? Ja, sie war in Lebensnot und dann hat sie die Waffe gefunden und ich habe die... Alter, Vorteil. Die Granate gefunden. Wenn du nicht gekommen wärst. Ja, dann wäre ich nicht gekommen. Spar dir das für später auf. Jetzt kann ich zum Beispiel schon nicht zielen. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und jetzt renne ich erst weg. Also das ist halt, das macht das Spiel selbst. Da kann ich halt nicht viel machen.
ist halt auch nicht so clever. Und die Falle, in der ich schon mal drin war, ist wieder da. Natürlich, warum auch nicht. Wobei ich mich frage, ob das gerade wirklich die Falle war, die jetzt einfach zufällig wieder da war. Oder ist hier noch eine, die ich einfach nicht gesehen habe? Ne, da ist tatsächlich noch eine. Nein, oder? Doch, ja, da. Die habe ich nicht gesehen. Ich wollte irgendwas hier gerade looten, was ich gesehen habe. Dumm. Achso, bevor ich jetzt loote, mach mal bitte Gesundheit voll. Ja, ich auch nicht, Dampflok. Das ist, deswegen lasse ich die auch meistens in solchen Situationen stehen. Weil, wegen, bevor ich in die Luft fliege, lasse ich es lieber. Nur, Kidman macht jetzt hier wieder den Rest. Die Mobs sind einfach... Ja, ich kann es auch noch nicht mal hier die Kamera reindingseln. Ja, ihr seht's. Komm, ich stelle mich in der Ecke. Kidman, mach mal bitte. Die sind so übertrieben. Weil für mich ein Stream von der PS4 angenehmer ist, weil ich nicht zwei Rechner... Also, optimal wäre, zwei Rechner zu haben. Einen, wo ich drauf game, dass ich dann weiterleite an den zweiten zum Stream. Denn der Stream-Prozess an sich ist ja auch hardware-intensiv. Und so entlastet sich halt den Computer, dass das Game halt nicht da läuft, sondern das Game läuft auf der PlayStation und der Computer muss nur noch streamen, also kodieren und hochladen. Deswegen ist es halt ein bisschen hardware-schonender. Und dann nehme ich dann auch ein bisschen weniger FPS und Grafik in Kauf. Ja, ein bisschen schwächer, klar, ist halt, im Gegensatz zu meinem PC ist die super schwach. Wie gesagt, ich habe halt den 4790, also den neuesten i4790 Haswell Devil's Canyon drin, 4 GHz, 4 Kern und eine GeForce GTX 780. Also, klar, dass die PlayStation da gegen abstinkt. Ich meine, der Rechner, ne, kostet über 1000 und so eine PlayStation kostet gerade mal 400. Aber dafür funktioniert, muss ich nichts patchen, es funktioniert und das Stream funktioniert 1A, ohne dass es dann halt eben mal zu Hardware-Engpässen kommt. Kann ich hier raufdrücken? Kommen dann noch mehr Zombie-Männer? Ich hätte es nicht tun sollen, ey. Ich hätte es einfach nicht tun sollen. Na gut, ich hätte es tun sollen. Einen Schlüssel für umsonst zum Mitnehmen. So, jetzt, Moment. Wir gucken mal. Ein Koffer, eine Spritze. Das ist natürlich beides nicht allzu viel. Deswegen nehme ich jetzt nichts und stolper wahrscheinlich in die nächste Bärenfalle. Geh weg, ey, komm. Scheiß auf Looten. Wir gehen jetzt einfach. Ist hier noch ein Schrank? Nein. Gevatter Tod steht unten, wenn du runterscrollst, in der FAQ bei womit streamst und zockst du. Da ist der komplette PC aufgelistet. Alle Einzelteile. Wie gesagt, ist halt kein Komplett-PC gewesen. Ich habe mir halt die Einzelteile bestellt und dann zusammen geschustert. Augenmerk darauf auf leise. Wie man es jetzt auch hört, nämlich jetzt hört man nichts. Die ersten Streams war halt immer Gerausche drin von meinem alten Rechner. Der war ein übertakteter i7 mit einer super lauten Zotac Amp Grafikkarte und das war halt super laut. Deswegen war halt Rauschen im Stream und ich mag halt immer ganz gute Tonqualität bei anderen, deswegen auch bei mir selbst und deswegen habe ich gesagt, mein nächster Rechner wird halt sehr leise und den hörst du jetzt fast gar nicht. Ich bin so froh, also die PlayStation ist lauter als mein Rechner. Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen.
Wie gesagt, Gevatter, guck einfach, wie die Teile heißen und geh genau wie ich auf Geizhals bzw. günstiger.de und guck, wo es die am billigsten gibt. Ich habe auch in verschiedenen Shops bestellt. Ich habe nicht mal in einem bestellt. Ich habe bei Notebooks billiger bestellt, bei Computer Universe, bei... ich bin nicht Alternate, noch ein Laden. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Da, wo es halt am günstigsten war. Ich glaube, Alternate war es. Oder war es Mind Factory? Irgend sowas. Da, wo es halt günstig war. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Tür. Da lang. Oder da lang. Da hinten ist eine Kiste. Gucken wir uns erstmal die Kiste an. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Da rum zur Tür. Ach, was ist denn hier hinten, ey? Ich bin immer so neugierig. Ich kann mich nie entscheiden, wo... Achso, hier ist... Ah, das hat man nicht gesehen, dass hier einfach ein Loch ist. Also ist die Tür der Weg. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Ja, gut, Windows 7 hatte ich. Da habe ich einfach mein altes Windows 7 genommen. Windows 8 wollte ich nicht, weil... Scheiße. Festplatten habe ich mir nicht geholt, die hatte ich noch. Blu-ray-Laufwerk hatte ich noch, brauchte ich nicht. Muss man halt eben schauen, was man vom alten Rechner noch übernehmen kann. Oh ja, und klar, es gibt halt eine Handvoll Synchronsprecher, deswegen hört man die halt sehr oft. Aber dann sollen sie halt lieber die wenigen guten nehmen, als die vielen schlechten. Habe ich ja gestern im Stream schon gesagt, ich habe die Serie From Dusk Till Dawn auf Netflix geguckt. Die Serie geht so. Ist jetzt nicht der Knaller, aber die deutsche Synchro geht gar nicht. Das ist wie aus einem schlechten Porno. Also... Wer das synchronisiert hat, ey. Da hätten sich echt sparen können. Nur, dass der Joseph infiziert ist oder was immer es ist, sondern er jetzt auch. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Also es gibt halt ein paar Regeln beim Kaufen der Komponenten, worauf das du halt... Das auf! Leslie? Achten musst. Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey!
Leslie? Achso, hier komme ich jetzt schon wieder nicht hin, um mich umzusehen. Trollololle. Mein Verkehr. Beim Computer, also das Wichtigste ist halt, dass du dir die richtigen Komponenten kaufst und zusammenstellst. Dann ist der Zusammenbau relativ einfach. Also du suchst dir einen Prozessor aus und der Prozessor braucht einen gewissen Sockel und einen Chipsatz. Nach diesem Sockel und Chipsatz wählst du dann das Motherboard aus. Auf dieses Motherboard passt gewisser Speicher. Dann wählst du dir danach den passenden Speicher aus. Grafikkarte ist quasi egal welche. Faustregel. Intel, GeForce, AMD, Nvidia. Ja. Und dann packst du da halt deine Festplatten rein. Wie gesagt, holst hier noch einen entsprechenden CPU-Kühler. Der auf den Gehäuse. Und habe ich was vergessen? Ja, Netzteil. Und das war's eigentlich. Also wie gesagt, die wichtigste Regel ist halt passendes Board zum passenden Prozessor mit passendem Speicher. Der Rest ist halt eigentlich fast überall. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Das hatten wir schon mal. Das war doch so eine Fallenpassage. Wahrscheinlich hier auch jetzt wieder. Gar nicht freakig hier, nein, natürlich nicht. Alter Vater, ey, überall diese komischen Scheiß-Statuen. Achso, hier, hä? Okay, hier kann ich mich verstecken, aber was bringt mir das? Nehmen wir erstmal hier so ein Mobbett. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Ja, meinte ich, AMD, ATI-Karten. Und Intel GeForce. Habe ich was anderes gesagt? Achso, da ist wieder so ein Scheißvieh. War ja irgendwo ein Checkpoint. Wir testen jetzt einfach mal unser Magnum-Gerät. Bitte nachladen. Bitte nachladen. Ah, super. Kommst du mit dem Magnum, fliegt das ganze Gebäude in die Luft. What the fuck? Ja. Also jetzt möchte ich mir dein Spiel sagen, sei sneaky. Nee, das meinte ich nicht. Natürlich meinte ich, wie du schon richtig gesagt hast, AMD ATI und Intel Nvidia. Super, also dürfen wir hier nicht rumbolzen. Das ist ja okay, verstehe ich. Wobei, ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Ich glaube, war das der Anschlag? Wo sich irgendein Typ vor der Atombombe im Kühlschrank versteckt hat. Daran erinnere ich mich gerade nach dem Motto, ich schmeiße hier zig Granaten jetzt hin, hoffe, dass das Vieh irgendwann drüber geht und versteckt mich hier im Schrank. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist halt super dumm. Nein, eigentlich ist es nicht super dumm, weil ich ja gerne eigentlich sneaky spiele, aber dass man hier halt nichts sieht, ist nicht so schön. Und ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das kommt als nächstes halt hinzu. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen ausprobieren. Ah, da hinten ist das Mopsvieh. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich denke immer, hier sieht nicht gänzlich falsch aus.
Weil hier eine Leiter ist. Naja, du mich auch. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Ach. Alter. Oder Indiana Jones war es, ich weiß es nicht, irgendwo war es. War halt auf jeden Fall sehr trollolol, die Stelle mit dem Kühlschrank in der atomnuklearen Apokalypse. Wobei die Stelle, muss ich sagen, hat irgendwas. Ich finde die nicht schlecht. Ist halt mal wieder was anderes. Statt Rumgeballer mal sneaken. Finde ich nur lustig, dass sie den Spieler halt dazu zwingen. Ich würde halt liebend gerne das ganze Spiel so spielen. Ich sehe halt nicht wie rum. Ah, da ist der Axtmann. Oh, das ist gar kein Typ. Da ist der Axtmann hier, ne? Ohne mich jetzt loben zu wollen, ich denke, dass ich ein deutlich besserer Schleichspieler als Shooter-Spieler bin. Das liegt mir einfach mehr. Ich weiß nicht warum. Das unterstützt halt dieses langsame taktische Spielen. Dieses Vorrennen, Rushen und Rumballern ist irgendwie halt nicht meins. Wie gesagt, wenn ich Splinter Cell spiele, bin ich halt sneaky. Thief habe ich sehr sneaky gespielt. Und die ersten 7 Level ja hier in dem Spiel auch, für alle, die es jetzt nicht gesehen haben. Das dauert dann zwar länger, aber das ist halt so meine Form des Spielens. So, hier weiß ich nicht. Warte mal ganz kurz. Wir haben 2. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mal eine. Nicht, dass wir einen Hit kassieren und deswegen dumm umfallen. Das wäre unnötig. Was? Ihr werdet hier alle was? Psst. Sieht jetzt gerade lustig im Chat aus, weil ich hier nichts sehe. Also nur als Anmerkung, die letzten Tage war dummerweise der Nightbot nicht aktiv. Da konntet ihr links pausen, falls ihr jetzt euch wundert. Ihr dürft halt nicht ohne Absprache links pausen. Deswegen eventuell das Timeouten. Ich weiß es nicht. Und es ist, glaube ich, im Moment kein Mod da, der euch die Rechte halt geben könnte. Von daher, deswegen. Spamming Letters? Nö, es waren eigentlich. Ja, doch, da unten waren Links. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Das habe ich nur jetzt noch nicht gescheckt. Irgendwas höre ich hier. Figuren sind unglaublich. Achso, das war der Schatten, da war gar kein Loot. Nee, Kot sucht die auf keinen Fall. Ich bin kein Battlefield-COD-Spieler, kein Shooter-Spieler. Bloß nicht. Das ist nichts für mich. Nur ich frage mich gerade, was uns jetzt zu unserem Glück fehlt, ist die Schlüsselkarte. Jetzt haben wir da Zombies in diesem Gehegen. Und da oben sind wir ja eigentlich, glaube ich, drüber gelaufen, ne? Da hinten sind wir dann auch wieder runtergekommen. Wo ist die Schlüsselkarte? Ah! Man muss nur fragen. Bitte nicht. Dankeschön und auf Wiedersehen. So, dann haben wir die Schlüsselkarte. Jetzt muss ich mich am besten schnell an den Weg erinnern, weil garantiert jetzt ja hier gleich sonst alles aufgeht. Wäre jetzt ja nicht unüblich. So, wo war das? Das war hier, ne?
Nein, wo war's? Wo war's? Hier war's. Rinder mit. Sagt mir gar nichts. Dark Project. Wie war das nicht der Untertitel von einem Thief? Thief Dark Project oder so? Ich weiß es nicht. Wie lang dieses Kapitel einfach schon wieder ist. Also, sage ich schon mal, wenn das hier gleich zu Ende sein sollte oder so, dann, ach, da ist auch ein Safe-Raum. Werde ich nämlich auch Schluss machen. Und einen Kontrollpunkt. Wobei das auch lustig ist, direkt ein Kontrollpunkt hier wieder an so einem Safe-Moped. Haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben einen. Gut. Na ja, gut, war ja ein Kontrollpunkt. Können wir uns ja einmal kurz hier umgucken. Hier ist wieder nichts. Ja, ja, ja. Wie gesagt, weil wegen morgen noch ein bisschen arbeiten und ein bisschen früher Schluss machen wegen Lords of the Fallen. Wo ich mich halt sehr drauf freue. Wollte mich auch jetzt nicht zu viel spoilern und zu viel anspielen. Ich glaube, wir laden alles mal nach, oder? Das ist, oder? Ja, Magazin passt. Achso, das haben wir sogar noch auf Shortcut. Ja, dann bitte mal nachladen. Dann können wir nämlich hier das auch mitnehmen. So, haben wir hier noch was? Nein, dann müssen wir hier wahrscheinlich nach oben, weil da geht's nicht weiter. Okay. Wobei, hier ging's... Oh Gott, ey, ich bin echt verwirrt. Ich habe doch gerade irgendwo noch eine Leiter gesehen, oder? Ne, von da bin ich gekommen. Ne, hier war der Safe-Raum. Wo war denn jetzt die Leiter auf dieses Ding? Hier, da war die Leiter. Ach nee, das ist keine Leiter. Uah, sieht nur so aus. Oh, aber hier kann ich noch was mitnehmen. Wo? Was? Da. Nein! Ach, schon wieder die Axt, ey. Nee, wie gesagt, Magic Manfred, ich kann es auch gerne nochmal zeigen, wenn ich meine Maus finde. Wie du siehst, steht da oben bei Dropped eine 0, was bedeutet, ich habe noch nicht ein Byte verloren. Läuft alles wunderbar durch. Und schon nur für mal so, also aus Interesse, 3,8 GB war der Stream. 3 Stunden Stream, fast 4 GB. Yay! Aber da wird ordentlich was hochgeladen. So, dann noch einmal hier rein. Schlüssel abgeben, gegebenenfalls leveln und speichern und gute Nacht. Aber keine Hektik, keine Hektik. Ah, da ist wieder die Marke. Tagebuch von Sebastian Costellinus, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig, Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare... Die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagte mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist.
auch von allen so ein bisschen. Hauptsächlich, also großartig Revolver, ein bisschen Shotgun, ein bisschen Fitness. Im Nahkampf habe ich komplett aufgeskillt, wobei das im Nachhinein ein Reinfall war. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Ein bisschen Spritzenheilung, ein bisschen Reserve mitnehmen. Oh, was jetzt? Okay, diesmal kommen wir direkt hier raus. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind in Stocken geraten. Die Polizei dementiert unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Wer war das? Jetzt haben wir hier... Ah, keine Vermisstenanzeige. Okay, ach, sie ist auch nicht, ne? Fühlen Sie sich besser? Nee, eigentlich nicht. Ganz und gar nicht. Ja, keine Ahnung. Nehmen wir das da. Brain Juice! So, wie viel haben wir? Ja, damit können wir nicht viel skillen. Speichern wir einfach nur. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, nochmal kurz, wer einen Überblick haben will, für 9000 kriege ich jetzt, glaube ich, nichts mehr Sinniges geskillt. 5 Mbit. 1-2 seconds habe ich an Upstream. 5 Mbit, ja. Bisschen Fitness, mehr Spritzenwirkung habe ich geskillt. Ja, Nahkampfschaden habe ich ausgelevelt. Wie gesagt, lohnt sich nicht ein bisschen Sprintdauer. Da könnte ich eventuell tatsächlich nochmal einen Punkt reinsetzen. Und dann haben wir nochmal was geskillt. Ja, wie gesagt, Bolzen habe ich nicht viel geskillt. Waffen habe ich halt die normale Waffe ein bisschen jetzt gelevelt. Gerade noch einmal hier die Magnum, ein bisschen die Schrotflinte. Den Rest nicht. Und Reserve habe ich halt auch geskillt. Ein bisschen Kaliber 45 überall so ein bisschen rein. Ich überlege gerade, Magnum haben wir noch nicht wieder gefunden, lohnt sich nicht. Granaten könnten wir nochmal mitnehmen. Spritzen brauchen wir nicht, Streichhölzer sind wir auch nie am Maximum. Von daher passt das. So, also haben wir heute schon wieder fast 3 Stunden für ein Kapitel gebraucht und sind immer noch nicht durch das Kapitel durch, alter Vater, ey. So. Morgen, also morgen, eigentlich heute, nach dem Aufstehen und Arbeiten, um 18 bis 22 Uhr, 18 bis 20 Uhr, geht's weiter, allerdings nicht mit Evil Within. Morgen, heute Lords of the Fallen, fangen wir dann an und dann wird Lords of the Fallen gehypt. Hurra. Ja, so schaut's aus. Wie gesagt, natürlich werden wir das Spiel noch zusammen im Stream beenden, aber wie gesagt, die nächsten 2, 3, 4 Tage erstmal nur abends dann Lords of the Fallen. Wie gesagt, wahrscheinlich dann in einer Woche oder so machen wir dann Evil Within mal weiter. Wie gesagt, möchte ich auch durchspielen für die Ordnung und überhaupt im Allgemeinen. Ja, ich freue mich da auch drauf, wie Cursive. Die hat, gerüchteweise habe ich sie heute schon angespielt. Ja. Gut, kommt gut ins Bett, kriegt morgen den Arbeitstag genau wie ich hoffentlich schnell rum, damit 18 bzw. 20 Uhr wird und dann Lords of the Fallen und dann Hurra. Wie gesagt, lasst euch den Tag nicht zu lang werden, kommt gut ins Bett, in die Nacht, in den Tag, whatsoever. Haltet mir die Treue. Bis morgen und gute Nacht und bis dahin. Und tschüss. Und so. Tschüss. Alter Schwede. Bis dann.